Hallo meine lieben Schützen, wie ihr seht, gibt es wieder eine neue Legung für euch und es ist der Bereich Beruf, Schule, Studium, Ausbildung, Weiterbildung. Ja? Für diesen Bereich möchte ich mal nachsehen für euch, was als nächstes auf euch zukommt. Ja? So, deswegen lasst uns mal beginnen. Was kommt hier für die Schützen? Aha, wir haben den Fuchs. Was kommt hier als nächstes in diesem Bereich? Oh, was für eine Kombination. Das werden wir uns gleich ansehen. Ich schaue mir immer zwei Themen an. Also einmal haben wir den Fuchs und den Berg. Und dann noch, was zeigt sich denn sonst noch für die Schützen? Ich nehme beide. Okay, Turm und Mond. Da bin ich mal wirklich gespannt. Okay. Moment, lass mal kurz die Kamera noch jetzt. Okay, also gut, ich würde tatsächlich hier bei dem Fuchs und dem Berg einfach mal kurz die Tarotkarten. Noch weitere Informationen dazu. Nee, das kommt jetzt noch mal zurück. Bitte weitere Informationen, Fuchs und Berg. Natürlich kann es sein, dass hier jemand unaufrichtig ist und es deswegen Herausforderungen gibt. Es kann aber auch sein, dass du hier schlau vorgehst, um ein Hindernis zu bewältigen, eine Schwierigkeit anzugehen. Ja? Ansonsten kann es tatsächlich wirklich sein, sei geduldig. Es sind Herausforderungen da, die zu bewältigen sind. Okay, der Magier. Ja, deswegen, ich möchte mal lieber das komplette Bild, bevor ich so viele verschiedene Szenarien nenne. Fünf der Münzen. Also bisher haben wir Jungfrau und Zwillinge, Stier, Energie. So, die zweite Reihe noch. Euch diese Karten. Mehr Details hier bitte. Okay, tatsächlich scheint hier etwas ungerecht zu sein oder eine Entscheidung wird gerade nicht getroffen. Ja. Bube der Kelche. Also vage Energie sehe ich hier noch. Der Magier wollte fast noch mal raus. Okay, aber du bleibst dran und arbeitest hier an dieser Sache. Ja, wie gesagt, es wäre hier natürlich eine Weiterbildung, eine Ausbildung. Kann auch hier Bereich Schule, Studium sein. Ja, oftmals frage ich das immer für einen Beruf, aber es wollte ich diesmal einfach anders gestalten. Okay, wir haben hier noch mal Jungfrau mit den 8 Münzen. Ja. Also gut, es wäre tatsächlich möglich, dass hier jemand unaufrichtig ist, gerade ja wegen dieser Unfairness. Hier ist jemand unaufrichtig und das belastet euch, ja? Im Bereich Schule, Beruf, das kann es hier sein. Es kann auch sein bezüglich eines Betruges, Unwahrheit. Ja, gibt es hier Schwierigkeiten? Ansonsten, ich glaube, du gibst hier gar nicht auf, sondern du gehst hier ganz schlau und geschickt vor, um diese Sache, die sich dir in den Weg stellt, also das Hindernis, diese Herausforderung, die versuchst du hier zu lösen. Ja? Genau, ganz, ganz schlau und geschickt vorgehen. Ja, es kommen Verzögerungen hier rein, ja, was auch immer du angehst, es kommen Verzögerungen hier rein, du wirst ja ausgebremst, schau mal, du bist ja auch nicht so in guter Laune, ja, eher so pessimistisch eher oder ja, traurig, sagen wir mal traurig, weil ich sehe hier schon viele Sachen, wo du es wieder versuchst, ja, es stellen sich Steine in deinen Weg, aber du versuchst ihn nicht aufzugeben. Ja, da muss ich mehr an den Details arbeiten. Ja, da muss ich schlauer vorgehen. Ja, da muss ich halt intensiver dranbleiben. Da muss ich halt schauen, wie geht es denn besser voran.
Ja, ich sehe auch hier mit dem Magier, ja, hier wirst du alle deine Tools herausholen, was es hier gibt, um diese Sache zu bewältigen. Ja, du bist hier schon in einer gewissen Traurigkeit oder verlassen, keiner hilft mir oder alles muss ich alleine machen oder oh, hat mich traurig gemacht, ja, weil ich sehe hier schon, dass es hier Möglichkeiten gibt. Hier kommen Möglichkeiten auf dich zu. Natürlich weiß ich jetzt nicht, was du hier vorhast. Das wäre hier natürlich auch die Arbeitslosigkeit. Ja, sagen wir mal, du bist arbeitslos. Ja, dann kommt hier aber etwas. Ja, du bist aber mit dieser Sache noch nicht so zufrieden, egal was sich hier dir anbietet. Das findest du jetzt nicht fair oder gerecht. Ja, also ich sehe hier auch mit dem Ritter der Kelche, nee, das Angebot ist jetzt aber auch nicht das Beste, ja. Ich sag mal jetzt wirklich für diejenigen, die Arbeit suchen oder einen Studienplatz suchen, nee, da werde ich noch mal an den Details arbeiten. Vielleicht muss ich meine Bewerbung anders schreiben oder ja, anders vorangehen. Genau. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das jetzt mit euch übereinstimmt. Schreibt mir mal gerne rein, ja, was ihr da für Themen habt. So für meine Schützen. Es ist wieder zu viel, das ist zu viel. Okay, für meine Schützen eine Zusatzinformation zu dieser Sache hier. Ja, absolut. Es kommt hier gewaltig etwas rein. Eine gewaltige Veränderung. Ich glaube wirklich, du weißt ganz genau, so wie es gerade ist, so willst du es ja auch gar nicht mehr. Du musst hier wirklich alles einstürzen lassen und dann diese Veränderung angehen mit dem Turm. Und ich finde auch die Turmkarte jetzt eigentlich sehr gut, ja, dass die herausgekommen ist als Zusatzkarte, weil das bedeutet jetzt für mich, dass es für die Schützen eine Veränderung, dass ja eine Veränderung reinkommt, dass hier neue Möglichkeiten reinkommen, ja. Ja, im beruflichen oder halt in den anderen Bereichen. Da kommt wirklich eine neue Möglichkeit rein. Deswegen hast du hier auch schon die Münze in der Hand, irgendwas Stabiles, ja. Ich denke, du wirst hier irgendwas verwirklichen in deinem Leben. Irgendeine, ich glaube, sogar plötzliche Veränderung kommt hier rein, ja. Und das führt zu besseren Chancen, ja. Was noch? Bitte noch eine Zusatzinformation. Ja, bestimmt hat dich etwas blockiert, ja, bestimmt, ja. Aber ich sehe hier mit den vier Münzen Stabilität. Da kommt wieder Sicherheit rein, ja. Also die Zeit der Herausforderungen, die sich dir in den Weg gestellt haben, die Verzögerungen, ja, die sind da gewesen. Vielleicht kommen sie jetzt gerade noch, aber es wird sich dennoch wieder stabilisieren, ja. Du bleibst dran. Ja, so sehe ich das. Okay, meine Lieben, ja, das war jetzt die eine Seite, ja. Kann sein, dass beide Seiten stimmen werden oder nur die eine Seite. Wir werden sehen. Auch hier würde ich gerne zuerst weiterhin die Tarotkarte nehmen, dass da das jetzt einfach auch viele Bedeutungen haben kann, ja. Es kommt immer drauf an, seid ihr selbstständig? Das kann ja auch die Schule sein. Man macht sich hier über eine Trennung Gedanken. Man findet hier nicht den Schlaf, weil hier etwas ist, weil man hier oder man zieht sich hier zurück. Ja, es kann aber auch sein, dass man hier ganz ehrgeizig an etwas arbeitet, an dem Erfolg arbeitet. So, was ist hier gemeint, bitte? Sechs der Schwerter umgedreht. Ja, die nehme ich. Das sind jetzt nur zwei Karten, aber sind auch wieder umgedreht. Ich verstehe das nicht, was das für eine Energie gerade ist, meine Lieben. Ich hoffe, das stimmt jetzt mit keinem überein, aber wir werden sehen. Hier finde ich, das wird hier noch gewendet, aber hier müssen wir echt schauen. Also gut, Ass der Schwerter umgedreht und König der Stäbe sind hier umgedreht. Waage? Nee, ist Wassermann. Wassermann und Schütze. Ah ja, genau, das ist die Schütze-Energie, ja. Schau mal an.
Da kommt ja doch wieder etwas Gutes. Wir haben die Königin der Stäbe. Wir haben die Liebenden. Also Widderenergie, Zwillinge und nochmal Schütze-Energie. Gott sei Dank. Ah ja, guck mal an. Ja, egal was gerade ist, was gerade nicht gut läuft. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch eine Veränderung rein. Ja, also irgendwas beschäftigt dich auch hier, würde ich sagen. Irgendwas hat man hier noch nicht zu, also irgendetwas beschäftigt einen. Irgendwas hängt hier noch einem, dass man etwas nicht zurücklassen kann. Ja, man hängt an irgendwelchen Situationen. Ja, also als würdest du immer so an die Vergangenheit denken. Ach, früher. Da lief es noch gut und jetzt bin ich in dieser Situation, wo es mir Schwierigkeiten, wo ich einfach Schwierigkeiten habe, ja. Ich würde auch sagen, am liebsten würde man wegrennen vor den Problemen, ja. Auch hier würde ich sagen, ich sehe Herausforderungen, ja. Du weißt hier auch gar nicht, hey, was ist denn die richtige Richtung? Was soll ich denn wirklich tun? Ja, ich möchte eine Verbesserung haben, aber ich bin nicht in meiner Stärke. Ja, also die Schützen scheinen hier auf dieser Seite nicht so in ihrer Stärke zu sein, ja, weil hier einfach Herausforderungen sind oder man macht sich einfach sehr, sehr, sehr viele Gedanken. Eine sehr emotionale Zeit gerade. Dennoch habe ich das Gefühl, es kommt hier eine Veränderung rein. Das Selbstbewusstsein, den Glauben wieder an sich, ja, weil ich sehe auch Ehrgeiz hier. Wenn etwas nicht klappt, ja, das zieht einen mal runter. Aber ich habe hier das Gefühl, du arbeitest dran. Du arbeitest hier wieder voranzukommen, dich zu zeigen, Selbstbewusstsein auszustrahlen. Ja, auch wenn es gerade ein bisschen blockiert ist. Und ich sehe auch ganz wichtige Entscheidungen, die einfach diese Problematik beenden sollen. Das gehst du hier an. Alle Schwierigkeiten möchtest du hinter dir lassen. Ja, es war anstrengend. Ja, ich habe hier viel zu tun, viele Herausforderungen, aber ich entscheide mich jetzt, das zu beenden. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ja, hier mit der 10 endet etwas und du möchtest hier wieder in die Stabilität, in die Sicherheit kommen. Okay, ich möchte hier eine Zusatzkarte für die Schützen. Wow, natürlich. Kann sein, dass du mal die Richtung verloren hast, dass du nicht wusstest, ja, wo lang soll ich jetzt? Aber das kommt zurück. Ja, also ich sehe wirklich, ja, mit Erfolg gehst du voran. Vielleicht veränderst du auch einen Arbeitsort, ja, das wäre auch möglich. Aber ich sehe, dass du wieder weißt, was du willst, in welche Richtung du gehen sollst. Und du bleibst ehrgeizig dran, deine Wünsche zu erfüllen. Ja, meine lieben Schützen, das war jetzt eure Legung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Und bald mache ich auch die November-Legung. Ja, wir haben gerade noch Oktober. Mal sehen, vielleicht mache ich Ende Oktober-Legung. Aber ich denke, dass ich November-Legung mache. Mal sehen. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Oktober. Bis dahin.